Moin Leute, Alex hier. Heute Tag 4 der GTG Challenge oder des Experiments. Wie ich gestern schon gesagt habe, merke ich in der Innenseite vom Ellbogen, wie sich eine leichte Überlastung anbahnt. Und ich wollte euch heute ein paar Tipps geben, wie ihr solche Überlastungen, wenn sie anfangen, vermeiden könnt oder sagen wir mal so, minimieren könnt. Und zwar speziell das für Frontlever und Planche. Beim Frontlever könnt ihr einfach euren Griff ändern. Ja? Diese Überlastung kommt hauptsächlich daher, dass ihr, oder bei mir sage ich es mal so, dass ich in einer geraden Stange gegriffen habe und den Druck hier nach unten bringe. Und der Ellbogen, ihr seht schon, zeigt hier nach außen. Der Ellbogen ist aber nur ein normales Scharniergelenk. Das heißt, er kann keine Bewegung hier nach oben und unten ausführen. Jetzt kommt aber trotzdem ein Druck in diese Richtung. Das heißt also, dass dieses Band hier, was hier vorne dann ansetzt oder entspringt, weiß ich gar nicht so richtig, einen erhöhten Druck erhält, ja, beziehungsweise stark unter Spannung steht. Und wenn das eben so oft passiert, dann kommt es einfach dazu, dass es überlasten kann. Wie könnt ihr dieses Problem umgehen? Indem ihr entweder den Ellbogen nach außen dreht. Unter der Kraftanstrengung ist das aber extrem schwierig und das werden die meisten auch nicht schaffen. Ich schaffe es auch nicht. Deswegen einfach versuchen, mal entweder in den neutralen Griff zu wechseln oder sogar in den Kammgriff wechseln. Ihr seht schon, mein Ellbogen ist jetzt so rum. Das heißt, die Achse, die Bewegungsachse von dem Scharniergelenk hat sich jetzt 90 Grad gedreht, ja, und ihr belastet trotzdem in diese Richtung. Ja. Und hier könnt ihr jetzt in der ganz normalen Bewegungsachse des Ellbogens halt den Druck abnehmen. Wie kriegt ihr das hin? Entweder ihr nehmt euch Ringe, ja, Ringe passen sich automatisch eurem natürlichen Griff an, oder wenn ihr eine normale Stange habt, dann versucht eben im Kammgriff zu greifen. Es ist ein bisschen schwieriger, es geht aber trotzdem. Oder ihr nehmt einfach Griffe, die schon so angebracht sind. Ja. Ich habe zum Beispiel gestern auch mal am Türrack trainiert und da sind ja solche Griffe dran und dort lässt sich sehr gut so greifen. Was ihr außerdem noch machen könnt, ist natürlich die Intensität minimieren oder verringern. Wenn ihr das so macht wie ich bin jetzt im Advanced Tag Frontlever gewesen, habe den gehalten, geht einfach eine Stufe zurück. Ja. Wir hatten ja von der Intensität beim GTG-Training den Spielraum 80-50%. Und ich denke, ich war eher im oberen Bereich. Das heißt also, ich kann noch ein Stückchen zurückgehen. Es sollte auch nicht so sein, dass ihr, wenn ihr es zum Beispiel 20 Sekunden haltet, dass ihr nicht noch weiterhalten könntet. Ja? Denn wenn ihr das nicht weiterhalten könntet, dann wärt ihr bei 100% und nicht bei 80%. Deswegen bei 20% solltet ihr das mindestens so 25 bis 26, 27, 28 Sekunden halten können insgesamt. Wenn ihr jetzt weiter nach unten geht mit der Progressionsstufe, dann solltet ihr die bis zu 40 Sekunden halten, wenn ihr dann im GTG-Training selber 20 Sekunden haltet. Na, das wären die 50%. Für den Planche kann das natürlich auch passieren. Ja, da ist dann oft hier im oberen Teil eine Überlastung sichtbar. Das ist im Endeffekt genau das Umgekehrte. Ja? Wenn ihr auf dem Boden ganz normal Planche haltet, ja, ihr drückt ja jetzt hier in diese Richtung, ja, und euer Ellbogengelenk, bei mir ist es jetzt leicht schräg. Ja? Und wir haben ja gerade schon gesagt, dass es nur ein Scharniergelenk ist. Das heißt, die Bewegung nach dort kann es nicht ausführen. Und das fangen dann wieder die Bänder ab und es passiert im Endeffekt genau das Gleiche. Hier könnt ihr das genauso machen, indem ihr auf Parallels geht. Ja, hier ist der Ellbogen jetzt schon etwas weiter rausgedreht. Da müsstet ihr dann wieder darauf achten, dass ihr wirklich aktiv versucht, den Ellbogen nach hinten zu drehen. Ja, das heißt also, in der Schulter eine Auswärtsdrehung durchführen. Es ist schwieriger zu halten und ihr müsst euch wirklich darauf konzentrieren. Ihr könnt außerdem noch, wenn ihr auf dem Boden haltet, die Fingerspitzen nach hinten zeigen lassen. Das ist auch noch ein bisschen schwieriger, weil ihr natürlich hier den Druck von den Fingern nicht mehr vorne habt. Ihr müsst also mehr über die Schulter halten. Außerdem ist es so, dass ihr
Wenn ihr hier haltet, habt ihr ein bisschen den mittleren Schulteranteil noch mit drin. Wenn ihr euch hier rausdreht, dann nehmt ihr den ein Stückchen weit aus der Belastung mit raus. Das heißt also, ihr habt einen kleineren Muskel, nämlich nur oder hauptsächlich nur noch den vorderen Anteil und habt dadurch auch ein bisschen weniger Kraft. Okay, das heißt automatisch hier müsst ihr auch mit der Intensität ein bisschen nach unten gehen. Das heißt, wenn ihr Advanced Tuck Planche gehalten habt, dann solltet ihr vielleicht zum normalen Tuck übergehen. Wenn der Tuck zu schwer ist, dann geht einfach runter, macht den Planche Lean zum Beispiel. Ja, das lässt sich mit dieser Griffwand-Variante sehr gut umsetzen. Aber auch mit Parallels ist das eine gute Möglichkeit. Genau, also diese zwei Sachen. Einmal den Griff wechseln, so dass ihr in die richtige Bewegungsachse vom Ellbogen kommt. Und die zweite Sache ist die Intensität nach unten schrauben. Ja? Geht lieber mit weniger Intensität rein, verletzt euch dafür nicht, als dass ihr mit zu hoher Intensität anfangt und dann eine ganze Zeit pausieren müsst, weil ihr euch irgendwo verletzt habt. Das bringt keinem was. In diesem Sinne, heute habe ich erst ein Training weg. Es ist noch relativ früh am Morgen, also was heißt früh, für Urlaubsverhältnisse früh. Ich werde heute sicherlich wieder alle 90 Minuten trainieren. Es kann sogar sein, dass ich den Frontlever immer mal weglasse, je nachdem wie das meinem Unterarm bzw. Ellbogen geht. Beim Planche habe ich jetzt keine Probleme, was mich sehr freut. Das heißt, das werde ich ganz normal durchziehen. Und ja, morgen gibt es dann den nächsten Bericht, wie es läuft. Bis dahin, viel Spaß beim Trainieren, Alex.